Ja, und wir besprechen diese Pressekonferenz jetzt mit Professor Wolfgang Schröder. Er ist uns zugeschaltet, Politikwissenschaftler von der Uni Kassel. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Ja, Umid Nuripur hat erstmal außenpolitische Themen angesprochen, kurze Reaktion auf das Erdbeben in der Türkei. Dann war die Situation in der Ukraine Thema, die chinesisch-US-amerikanischen Irritationen, Stichwort Spionageballon. Und dann ging es ins Inland. Es gab Kritik an der Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezüglich des Flüchtlingsgipfels. Das sei nicht genug, hat Umid Nuripur gesagt. Und natürlich wichtiges Thema jetzt kommender Sonntag, die wiederholte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Darüber würde ich gerne mal anfangen zu sprechen. Die Grünen haben sich da thematisch deutlich positioniert in Richtung Verkehr. Das ist neben Wohnen eins der Reizthemen im Wahlkampf in Berlin und haben sich ja damit aber sehr stark eben auch abgegrenzt von der CDU und auch von der FDP. Wir hatten eben Bijan Cezaray gehört, der gesagt hat, also verkehrspolitisch können wir da in Berlin mit den Grünen nicht zusammengehen. Ist das eine schlaue Positionierung? Also das kommt immer darauf an, was man erreichen will. Wenn man nur das eigene Klientel mobilisieren möchte, dann ist das durchaus klug von Seiten der Grünen. Dann bedeutet das aber auch, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden. Und damit können sie die Chance, die ihnen eigentlich jetzt gegeben ist, dadurch, dass als Hauptverantwortlicher der Wahl, für die Wahlwiederholung die SPD ausgemacht ist, das ist ja eigentlich Rückenwind für die Grünen. Und wenn man die Umfragen sich anschaut und die verkehrspolitische Einkapselung, die seitens der Grünen da vorgenommen wird, dann hat man Zweifel daran, ob sie diesen Schuss, diese Möglichkeit wirklich sehen, dass sie über sich hinauswachsen können. Ja, das rote Rathaus begrünen war das Stichwort, was Umid Nuripur eben gesagt hat. Im Moment, wenn man auf die Umfragen schaut, Bettina Jarasch, je nachdem Platz 2 oder 3, je nachdem auf welche Zahlen man da guckt. Was wäre denn Ihrer Ansicht nach jetzt noch so ein Schub, den man in den letzten Tagen geben könnte, um diese Chance auch tatsächlich zu ergreifen? Naja, der Diskurs, der seitens der Spitzenkandidatin eingeschlagen wurde, macht ja denjenigen, die sich jetzt nicht so einfach vorstellen können, dass die verkehrspolitische Lage sich da von heute auf morgen ändern sollte, eher Angst. Also dieser Angstdiskurs, der in den nicht direkt an Radfahren und anderen homöopathischen Mobilitätsformen orientierten Bürgerinnen und Bürgern gerichtet wird, der ist einfach unklug, weil man damit die eigenen Möglichkeiten beschränkt. Also mit anderen Worten, sie müsste sich da etwas geschmeidiger zeigen und deutlich machen, dass zwar ihr längerfristiges Ziel in diese Richtung geht, aber das Ganze natürlich doch stärker mit Übergangsformen und unter Integration auch derjenigen, die eben andere Verkehrsformen favorisieren. Stattfindet. Professor Schröder, schauen wir auf eine andere Partei, schauen wir auf die Linke. Im Gegensatz zu vielen anderen Landtagen, vermasselten Landtagswahlen in der Vergangenheit, dürfen die Linken in Berlin, da geht man zumindest von aus, wieder mitspielen, sind ja im Moment sogar aktuell noch in Regierungsverantwortung. Ihre Einschätzung, wird das auch so bleiben? Also es ist nicht ganz unrealistisch, dass sich am Ende doch die gleiche Koalitionsform wieder behaupten wird, die wir jetzt auch haben, was eben maßgeblich daran liegt, dass eine Koalition zwischen CDU, Grünen und FDP doch eher unwahrscheinlich ist, so wie das augenblicklich sich darstellt. Und dann wäre die Linke durchaus Profiteur dieser Unbeweglichkeit zwischen Schwarz-Grün.